Ende kommen. Verführte Gläubige werden den Antichristen als Christus anbeten. Und Satans Anbetung wird verordnete Religion werden. Das ist das Ultimative. Und wir gehen sehr stark in diese Richtung. Sehr stark. Ja, aber das Wort Gottes sagt doch, wir dürfen nicht richten. Wir dürfen nicht richten. Richte ja nicht. Hat das schon mal jemand gehört? Und ich stelle die Frage, warum lehren diejenigen, die immer mit erhobenen Zeigefinger rumlaufen und sagen, wir dürfen ja nicht richten, warum lehren sie nicht, was die Bibel lehrt über Richten? Warum nehmen sie einen Vers aus dem Zusammenhang und bringen nicht das ganze Bild? Ich sag dir warum. Weil sonst ihr Ding zusammenfallen würde und diese Keule und diese Einschüchterung nicht mehr funktionieren würde. In der Tat, Jesus hat verboten zu richten. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen. Lukas 6, 36, Jakobus 4, 11, noch einmal. Aber derselbe Jesus, der Richten verboten hat, hat Richten geboten. Diese Stelle hörst du nie. Richtet nicht nach dem Schein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Ein Gebot von Jesus. Und das Wort, was er hier benutzt, richtet nicht nach dem Schein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Also ein gerechtes Urteil zu fällen, ist richten. Ja? Das ist Johannes 7, 24. Ein gerechtes Urteil zu fällen, ist richten. Das ist, was hier steht. Richtet nicht nach dem Schein, sondern, jetzt wird das wieder aufgegriffen, aber jetzt wird nicht richten gesagt, sondern gerechtes Urteil fällen. Also einmal verbietet Jesus richten und einmal gebietet er richten. Ja, wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Okay, die Antwort ist die Schrift. Welches Richten meint Jesus, wenn er sagt, wir sollen nicht richten? Wir sollen nicht verdammen, nicht verurteilen, uns nicht über Menschen stellen und meinen, wir kennen ihr Herz und sie schlecht machen und verurteilen. Das dürfen wir nicht. Lukas Kapitel 12, Vers 56. Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht zu beurteilen wisst? Warum richtet ihr aber auch von euch selbst nicht, was recht ist? Jesus fragt sie, warum richtet ihr nicht? Ihr solltet richten. Ihr solltet euch mit dem beschäftigen, was recht ist und ein gerechtes Urteil fällen. Er wirft den Pharisäern vor, dass sie nicht richten. Sie sollten richten, aber sie tun es nicht. 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, Vers 2, dass die Heiligen die Welt richten werden. Es ist immer das gleiche Wort im Griechischen. Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr über Alltägliches? Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu richten ein, die in der Gemeinde nichts gelten? Zur Beschämung sage ich es euch. Also gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann. 1. Korinther 5, Vers 12. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht die, die drinnen sind? Die Antwort ist ja. Wir sollen in der Gemeinde richten. Wir müssen Sünde richten, wir müssen falsche Lehren richten, falsche Praktiken richten. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Offenbarung Kapitel 2, Jesus sagt zu dieser Gemeinde von Ephesus, ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren, dass du die Bösen, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erfunden.
Die waren nicht beeindruckt, als die Apostel kamen und haben sich niedergeworfen und haben gesagt, predigt, was ihr wollt, wir werden alles nehmen. Sie haben die angeschaut, sie haben ihren Dienst angeschaut, sie haben ihr Verhalten angeschaut, sie haben ihre Lehre angeschaut und sie kamen zu einem Schluss, das sind keine echten Apostel, das sind falsche Apostel. Und sie haben sie nicht angenommen. Hatte diese Gemeinde einen kritischen Geist? Hat Gott sie getadelt? Jesus hat sie gelobt dafür, dass sie falsche Dienste identifiziert haben. Er hat nicht gesagt, ihr seid schon wieder so kritisch. Hört doch mal endlich auf. Seid in der Liebe und nehmt alles an. Und wenn da mal was ist, was euch ein bisschen seltsam vorkommt, lasst es doch einfach beiseite und nehmt es an und alles ist gut. Hat Jesus so einen Quark erzählt? Nein. Er hat sie gelobt dafür, dass sie falsche Apostel identifiziert haben und ihnen die Tür gewiesen haben und haben gesagt, in unserer Gemeinde bitte nicht. Und wir werden, bevor ihr anklopft, der Nachbargemeinde auch schon Bescheid sagen. Zweite Korinther 11. Und ich sagte schon, 10, 11 und 12 muss man im Zusammenhang studieren. Und da geht es um die Auseinandersetzung, um die Anfragen an den Dienst von Paulus. Und er verteidigt seinen Dienst. Und er zeigt, was der Unterschied ist zwischen ihm als Apostel und zwischen den falschen Aposteln. Und er bleibt nicht neutral. Er ist nicht irgendwie nur in Andeutungen, sondern ist sehr, sehr deutlich. Er nennt falsche Apostel, die keinen christusgemäßen Führungsstil hatten, einen falschen Jesus, ein falsches Evangelium verkündigten, um dadurch persönliche Vorteile zu erlangen. Er nennt sie Diener Satans. Na, Paulus, das war aber der Richtgeist. Also wenn das nicht richten ist, dann weiß ich nicht, was richten ist. Es war die Liebe Gottes, die Fürsorge für die Gemeinde, weil er wusste, welche Zerstörung falsche Apostel anrichten würden, wenn sie zugelassen sind. Und darum dürfen sie nicht zugelassen sein und darum müssen sie identifiziert werden. Und man muss Merkmale erkennen, an denen man sieht, dass sie verkehrt waren. Vers 13, solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt Gestalt eines Engels des Lichtes an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Diener Satans nennt er sie. Judas, Vers 3, ein starker Aufruf zu sortieren, zu unterscheiden, eine Stellung zu beziehen, eine Sichtweise aus dem Wort Gottes zu bekommen und dann dafür zu stehen. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, um euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Das ist auch ein gutes Wort für Katholiken. Als die Apostel lebten und gelehrt haben, war schon ein für alle Mal der Glaube überliefert. Danach gab es nicht noch irgendwelche neuen Überlieferungen, Traditionen und Ergänzungen und Offenbarungen über Maria, über ihre unbefleckte Empfängnis, über all diese Dinge, die da sind. Es gab keine weiteren Überlieferungen. Das war die Überlieferung und fertig aus. Danach gab es nichts mehr. Der Glaube war schon ein für alle Mal definiert und überliefert. Denn warum kämpfen für den Glauben? Also der Glaube ist in Gefahr. Und jetzt muss man kämpfen für den Glauben, damit der Glaube keinen Schaden nimmt. Denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Sie verkehren die Gnade in Ausschweifung. Das bedeutet, ich hatte das schon erklärt, Titus Kapitel 2. Gnade ist ein machtvolles Geschenk Gottes, was uns hilft,
zu herrschen, was uns hilft, ein diszipliniertes Leben zu führen, was uns hilft, zu starken Wünschen, die aber illegal sind, die verkehrt sind, Nein zu sagen. Titus 2, Vers 11. Die Gnade unterweist uns, Nein zu sagen, Begierden zu verleugnen. Jetzt kommen diese Leute und sie verdrehen die Gnade und auf einmal wird die Gnade das Gegenteil und die Gnade ist ein Freibrief für Zügellosigkeit, für Ausschweifung. Und es wird alles begründet wie: Gott ist doch Liebe, Gott ist gut, Gott sieht dein kleines Herz und du musst dir nicht Sorgen machen. Das ist alles okay, es ist alles gut. In Wort und Geist ist man so weit gegangen, dass man gesagt hat, du kannst ruhig sündigen, weil Gott sieht das gar nicht. Gott sieht das, Gott sieht nur den neuen Menschen in Christus, Gott sieht dich überhaupt nicht. So, wenn du sündigst, kein Problem, weil Gott sieht das gar nicht. Das ist ein Beispiel für die Gnade in Zügellosigkeit oder Ausschweifung oder Unenthaltsamkeit zu verkehren. Das ist eine völlige Umdrehung des Evangeliums. Die Gnade ist nicht mehr das Mittel, um gegen Sünde zu kämpfen und Christus immer ähnlicher zu werden. Die Gnade ist das Mittel, ein gutes Gewissen zu bekommen, mitten im Kompromiss, mitten im Rumbandeln mit der Welt und Rummachen mit den Dingen dieser Welt und dabei noch irgendwie dann ein gutes Gewissen zu bekommen. Es ist schon alles okay. Gott ist Liebe, mach dir keine Sorge. Das ist der Trend heutzutage. Die Gnade wird umgekehrt ins Gegenteil. Und statt dass es heilige Disziplin wird, was nichts mit Gesetzlichkeit zu tun hat, wir versuchen nicht heilig zu werden, um damit irgendwie etwas von Gott zu bekommen, sondern weil wir alles geschenkt bekommen haben, wollen wir jetzt Gott ehren. Das ist etwas total anderes. Aber heute, man kennt die Bibel nicht, aber man kennt Sprüche. Und jemand, der in seinem christlichen Umfeld so lebt, dass er Jesus gehorsam sein möchte, muss ich sagen lassen, du bist ja gesetzlich. Wenn du deine Freunde wissen lässt, dass du fastest, tust lieber nicht. Also das wissen lassen. Fasten ja, aber das wissen lassen. Wenn deine Freunde wissen, du fastest, ist der gesetzlich. Sie kennen nicht, was die Bibel sagt über Fasten. Sie wissen nicht, Jesus hat gesagt, wenn der Bräutigam genommen ist, dann werden sie fasten. Wer sind sie, die Gläubigen? Es gibt im Neuen Testament ein Fasten und das hat bestimmte Ziele. Aber heute ist das gesetzlich. Du darfst schon gar nicht sagen, dass du fastest. Und wenn du länger als 3 Tage fastest, sag es bloß nicht. Sag es bloß nicht. Und der Herr klagt, dass die Priester ihrer Aufgabe nicht nachkommen. Hesekiel 22, seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine Heiligtümer. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und lehren nicht zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Sie verbergen ihre Augen vor meinen Sabbaten und ich werde unter ihnen entheiligt. Hesekiel 44, Vers 23, wieder die Priester. Sie sollen mein Volk unterscheiden lehren. Was sollen Priester tun? Sie sollen das Volk lehren zu unterscheiden. Wie viele Botschaften hast du schon gehört über Unterscheidung? Als wenn das in der Bibel nicht drinstehen würde. Das Volk lehren unterscheiden lehren zwischen Heiligen und Gemeinen und ihm den Unterschied erklären zwischen Unreinen und Reinem.